Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer, zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal, Romeros Aftermath. Ein Spiel, was viele vielleicht so gar nicht auf dem Schirm haben oder überhaupt gar nicht kennen, ist so der Nachfolger von Survival Stories oder War Z hieß es mal und Infestation und es hatte so einige Titel. Und ja, das hier ist sozusagen der Relaunch in der Early Access. Kam gerade raus, es ist jetzt nachts um 12, so ich spiel's mal an, weil ich mir einfach dachte, das sind so meine Games, da habe ich Bock drauf und ich gucke mir das gerne mal an, auch wenn es noch im Early Access ist, was das Spiel denn so kann und was es denn gelernt hat aus der, wie soll ich sagen, Misere des letzten Spiels. Wir sind gerade auf, wie soll ich sagen, dem ersten Trip zusammen, also ich habe hier so Ingame-Credits, die habe ich bekommen, weil ich das Spiel gekauft habe, habe keine. Also das ist ja so Bezahlkohle, also wirklich echtes Geld, das ich hier bekommen habe. Das hier ist Ingame-Kohle, glaube ich. Dann gibt es hier einen Shop, wo man Items kaufen kann. Einstellungen habe ich alles auf hochgestellt. Tralala hier, wie man es halt so kennt. Ach, nicht Cancel, hier Back. Das Menü sieht gut aus. Die Figur sieht irgendwie aus wie so ein Yuppie, keine Ahnung. Hat sich auch mal ein bisschen coolere Klamotten holen können. Ich weiß es nicht. Play Game. Game Servers gab es vorhin, wie ich drauf gekommen bin, nur US-Server. Jetzt gibt es glücklicherweise auch schon EU-Server. Ich nehme einfach die Nummer 3. Mein Name ist Math After. Das Spiel ist After Math. Ich dachte, ich bin ein bisschen witzig. Was ist eigentlich das hier? Prime Server? Was sind denn Prime Server? Reasons? Was weiß denn ich? Alles klar, wir gehen mal auf die Nummer 3. Die ist noch nicht so voll und sagen Join. Das Ganze ist aktuell nur online spielbar. Und diese Eindrücke, die wir jetzt zusammen sammeln, sind auch die ersten, die ich von dem Spiel habe. Ich habe vorhin nur mal kurz auf dem US-Server connected und bin sofort wieder raus und wollte eigentlich nur wissen, ob das überhaupt geht und ob denn es lagfrei spielbar ist. Schön, dass jetzt auch EU-Server da sind. Vorhin gab es die, wie gesagt, noch nicht. Ich rede gerade mal von 10 Minuten. Und ich bin immer sehr gespannt, was ihr von dem Spiel haltet. Schreibt es mir in die Kommentare. Wer das alte Spiel kennt, Infestation, schreibt es mir bitte auch. Ich habe übrigens noch einige Infestation Game Keys in meiner Steam Library. Wenn ihr da mitspielen wollt, wenn ihr den Anfang dieses Spiels miterleben wollt, dann schreibt mal in die Kommentare Hashtag Infestation. Ja, dann werde ich unter den Leuten, die in die Kommentare schreiben, ein paar Keys verlosen. Ich glaube, ich habe das Spiel noch 5 Mal oder so. Also ich werde ein paar glückliche Gewinner dabei sein und die Auslosung wird in einem der nächsten Videos stattfinden. Deswegen immer gucken. Und dann werde ich auch die Namen im Video erwähnen und dann kriegt ihr von mir eine Nachricht mit dem Key, wenn ihr darauf geantwortet habt im nächsten Video. So, da sind wir nun in der Wüste. Was sehen wir hier? Unten links haben wir einen Chat, seht ihr bei Proxy. Dann habe ich unten links noch so ein Männchen, Hunger und Durst. Das sind wahrscheinlich die linken Balken, Energie in der Mitte. Das Spiel ist mal wieder auf Englisch. Tab ist mein Inventar. Da habe ich gerade, das bin wieder ich. Customize. Oh, ich kann. Oh, geil. Ich kann mir. Geil. Oh, geil. Guck mal, wie das Gesicht verschwindet. Kann ich auch bitte ohne Gesicht rumrennen? Wer sieht man denn am ähnlichsten? Der da. Das bin ganz klar ich. Ja. Okay, und hier fängt schon an, Geld zu kosten. Ihr seht's. Oh, es könnte ein Red Scarf bei mir. So. Alter Schwede, bin ich erschrocken. Gott, war das laut. Gut, ich habe einen Red Scarf. Der Rest kostet alles Ingame-Kohle. Helm. Baseball Cap? Nee, die will ich nicht. Wie kriege ich die wieder los? Und dann hier. Boah, dieses Geräusch ist ja gar nicht laut. Sound Volume runter. Music Volume habe ich zwar noch gar nicht gehört, aber. Change. Your new settings have been applied. Wunderbar. Nein, ich wollte wieder ins Menü und gehe nochmal auf Customize. Keine Ahnung, warum ich das jetzt gerade als erstes mache, aber. Chest habe ich hier genau. Gray Button Shirt, das habe ich schon an, wenn ich mich nicht täusche. Oh, guck mal, man kann sogar mit einer Landesflagge auf der Brust rumrennen. Kostet natürlich Geld. Germany kostet aber mal 195 GC. Das ist die echte Game-Kohle, die ich habe. Oder 400.000 Ingame-Kohle. Bin mal gespannt, was man hier noch so findet. Feed, aha, ich kann, Feed kann ich mir auch kaufen. Super. Und Kostüme, alles klar. Backpack, wie gesagt, habe ich ein Messer. Ein Armor-Slot. 5 von 5, was auch immer das ist. Bandages, Wasser. Energy-Drink. Dreckiges Wasser. Nochmal dreckiges Wasser. Ich hätte gerne mal die Granate da. Was habe ich hier? Crude Harvest Axe. Ich glaube, die Axe ist auch ganz geil. Wobei, die muss ich wahrscheinlich tauschen mit dem Messer hier. Eine Machete habe ich noch. Eigentlich ganz cool. Ich habe eine ganz gute Ausrüstung. Aber hier in den Slot gehen nur Schusswaffen, soweit ich weiß. Genau.
Und ja, gucken wir einfach mal. Mausrad drehen und wir haben eine geile Axt in der Hand. Ich würde sagen, wie wir es nicht anders gewohnt sind, wir erkunden jetzt mal ein bisschen und hacken mal ein paar Bäume rum. Oh, Harvest. E drücken. Natürlich das allererste, was man im Survival Game macht, ist erstmal einen Baum fällen. Das ist ja schon fast nicht anders auszuhalten. Die Texturen sehen noch ziemlich schwach aus, wenn wir da so nah dran stehen, ja, muss man wirklich sagen. Harvest this resource to collect materials. Ja, ich hau doch schon die ganze Zeit drauf. Kriege ich den ins Inventar? Fallen die runter? Muss ich die aufheben? Droppen die? Hält meine Axt noch ein bisschen länger? Auch hier das rechts, dieses Gras, das so rumwippt, auch voll geil, oder? Okay, habe ich jetzt irgendwas geharvestet? Also über Texturen und Grafik wollen wir uns jetzt mal noch nicht großartig unterhalten. Also ich kann auch wirklich Stein mit der. Okay, gut, wenn ihr meint. Ich hau einfach mal drauf. Ich habe keine Ahnung, was damit passiert. Jetzt schauen wir gleich mal ins Inventar, ob da irgendwas drin ist. So, einmal eh durchgedrückt. Stein habe ich und Wood. Okay, das funktioniert. Ist jetzt aber nicht so super spannend, deswegen gehen wir mal weiter. Ah ja, Crafting-Menü. Sorry. Es gibt hier auch eine Map. Die ist gar nicht mehr so klein. Ihr seht hier, wo ich gerade bin. Ich könnte mal zu Smokey's Meadow farmen. Gehe ich mal runter gleich. Da bin wahrscheinlich ich. Genau, gehen wir mal nach links. Und hier ist ein Crafting-Menü, was ich ganz geil finde. Und hier steht, was man braucht. Für ein Camp brauche ich Tools, Bolts, Metall, Wood, was auch immer das ist. Ich weiß es nicht. Plastik. Dann haben wir hier eine Sleeping Bag, kann ich hier machen. Spikes. Geschenk. Cowboy Hat, okay. Die habe ich schon, die Axt. Da seht ihr mal, was ich dafür gebraucht hätte, bevor ich sie selber machen müssen. Also eigentlich auch, das Crafting-Menü ist eigentlich sehr geil so. Ich weiß gar nicht, renne ich mit Shift? Ja, ich renne mit Shift. Okay, ich renne in Anführungszeichen. Es kommt jetzt nicht gerade vor, ob man hier, dass ich hier renne. 1, 2. Okay, shit, jetzt habe ich Banishes benutzt. Das wollte ich nicht. Was ist mit der 7? 8, passiert auch nichts. F1, F2. Ah, okay. Mit F1 bis F4 kann ich den Chat durchgehen. Und wir gehen nochmal ganz kurz hier auf Options, Controls und sagen Move Forward, Auto Run, Numlock, Move Back, bla bla, Space Crouch. Das ist alles ganz normal. Sprint ist natürlich Shift. Interact, Reload, Change Fire Rate, Steady Aim, Left Shift, Dress Up Menü ist 1. Ne, U. Quick Switch ist Q. Voice, okay, T ist Reden. Minimap ist M, okay, gleich mal draufdrücken. Secret Tab. Toggle Flashlight F, Inventory I. Crafting, Kamera C. Sehr gut, das wollte ich ja nicht haben hier. Ah, perfekt. Ja, geil, okay. Ja, da sieht Render so ein bisschen besser aus. Wir laufen aber so weiter. Minimap war M, ne? Nee, shit. Ich habe es gerade angeschaut, ich habe es wieder vergessen. Language? Wahrscheinlich. Oh, German. Oh, naja, gut. Na ja, gut, da passiert noch nichts. Was war Minimap nochmal hier? Verdammt. Switch. Minimap. Doch. Nein. M. Okay, das ist einfach nur die Map auf dem ganzen Bildschirm. Ich dachte jetzt so eine kleine Minimap am Rand oder sowas. Ob ich hier noch am Laufen bin? Ja, das sieht gut aus. Ich bin jetzt mal unterwegs in Richtung dieses Smokey's Meadow Farm und es gibt hier auch natürlich Zombies, ja klar, wie zum Beispiel den da vorne, den Kumpel. Ich denke nicht, dass es ein normaler Gegner ist. Okay, erste Zombie-Apokalypse hier und. Wow! Halt, das geht mit dir ab. Spinnst du? Die KI ist wieder so selten doof wie in jedem anderen beschissenen Zombie-Game. Alter, geh's auch mal drauf oder so. Ich hau dir 50 Mal mit der Hacke in die Rippen so und du stirbst nicht. Komm, geh down, du blöder Penner. Alter, das ist nicht dein Ernst, oder? Wie lange muss ich denn noch fighten? Alter, ey. Na, endlich, ey. Ah, doch nicht. Greift der Typ mich überhaupt an?
Alter, was ist das denn für ein Battle hier? Ich glaube. Ah ja, doch, jetzt hat er mich getroffen. Also die, was auch immer das ist, Hitbox und so, kann man noch völlig knicken. Ich habe den Zombie noch nicht mal umbringen können. Wie lame ist das denn, ey? So ein Bullshit. Okay, hier ist auf jeden Fall fette Party. Und guckt euch mal den Rucksack an, den ich hin drauf habe. Ich glaube, denselben habe ich selber, oder? Ich habe jetzt ein Hikers Pack in meinem Inventar. Alles klar, läuft bei mir. Was hier? Ein Cooking Place. Bullets. Okay, gerne. Energy Drink können wir brauchen. Und was ist das denn hier? Ein Cure. Und hier sind so Sleeping Bags. Mit denen kann ich nichts machen, so wie es aussieht, ne? Naja, naja. Das mit dem Zombie gerade, das haken wir einfach mal ab als nice try. Ja, ich glaube, ich drücke gerade mal T. Hallo, hört mich da jemand? Oh, oben rechts sehe ich sogar meine Frames. Wie ihr seht, 60 Frames habe ich hier. Wahnsinn. Ich kann auch nicht auf den Boden gucken in der Third Person. Ich kann nur so weit nach oben gucken und so weit nach unten. Seht ihr das? Das ist Max. Zum Glück kann ich mich um 180 Grad drehen, so, aber hoch und runter gucken ist ja nicht mehr, ne? Läuft flüssig, der Engine ist gut, aber ich bewege mich auch nicht sehr schnell, muss ich sagen. Hier gibt es auch, soweit ich weiß, Fahrzeuge. Hier sieht es ein bisschen geiler aus, also ganz ehrlich, die Texturen sehen immer noch richtig scheiße aus. Hier sieht dieses schwarzen Harvest nicht schon wieder, ey. Kann man springen? Ja, ich kann springen, Mann. Nee. Laufe ich auf jeden Fall nicht schneller. Okay, was haben wir hier? Da einfach mal auf der Motorhaube eine Axt gefunden, auch nicht schlecht. Jupp, eine Harvest Axe. Ah, okay, eine Farm, wunderbar. Endlich was zum Looten hier. Ja, kann natürlich auch sein, dass das Wasser, dieses Geflacker. Guck mal, die Zombies, die am Baden sind da vorne. Dass das Geflacker im Wasser an meinen Grafikeinstellungen liegt, leider. Ja, die werde ich wahrscheinlich vor der nächsten Aufnahme nochmal ein bisschen justieren und nicht total auf hoch stellen. Weil ich hier Kantenblätter und den ganzen Kram anhab. Empty Fuel Pot. Alter, wie das Wasser hier abgeht, was ist denn hier los, ey? Badezombies, hallo? Alter, wie gehst du denn ab, Mutti? Der hat mich auch noch erwischt, die blöde Kuh. Oh shit, Mann, wie die abgehen, die Zombies. Ich hau erstmal ab, so ich glaube, ich sollte mal ein bisschen rennen. Kann ich während dem Laufenden Bandagen nehmen? Ja, super, okay, läuft. Okay, sind nicht mehr hinter mir, ja, wunderbar. Also, wie gesagt, Early Access. Ganz frühe Alpha hier. Grafikfehler, Bugs etc. Wollen wir mal ein Auge zudrücken. Aber das Geräusch vom Gelaufe hier geht mir fast ein bisschen auf die Nüsse hier. Fast ein bisschen laut. Ich drehe mal ganz kurz noch meine Musik ein bisschen leiser. Ich habe wirklich Teller nehme ich mit. Können so ein bisschen Häuser gehen. Ein geiles Bett auf jeden Fall hier. Ja, Zombies können Häuser gehen. Ich bin in der Garage. Hier ist wieder Holz. Nein, nein, ich will dieses Ding da mitnehmen. Den Butcher-Ding da. Den Corpse Grinder will ich haben. Warte, oh shit. Zombies, Zombies, Zombies raus hier. Oh nein, 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 nein. Nein, ich komme nicht raus oder was? Oh shit. Alter, ernsthaft, das ist eine offene Garage und da kommen wir nicht raus. Voll assi, ey. Laufen und verbinden, Ralf. Laufen und verbinden. Und nochmal das Ganze. Hier, schwebendes Holz, auch nicht schlecht. Guckt euch mal die Zombies an, wie die abgehen, ey. Die sehen so hafig aus, ey. Okay. Muss aufpassen, ne? Was macht ihr denn da hinten? Breakdance. I'm a robot. Okay. Gut, so bei einer Heuballen schauen, hier wird wahrscheinlich nicht die fette Party sein. Bundle of Locks, no space. Okay, Mist. Was kann ich denn hier droppen?
Break into. Oh, Plastik, cool. Eat. Break into. Chemicals, was hier nicht alles geht, ey. Ja, aufpassen, dass mich so ein Zombie-Bug erwischt. Was ist denn das hier? Noch mehr Holz. Yay, ich liebe Holz. Mein Leben besteht aus Holz. Okay, was kann ich damit machen? Prison Shank. Hold E to pick up. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Okay, was ist hier? Bundleflex kann ich break into und dann was habe ich jetzt gemacht? Wieder Wood, genau. Ich glaube, Purification Tablet, okay. Can of Stew, Fresh Carrots, okay, da essen wir auch mal eine, warum denn nicht? Und das Wasser machen wir hier mal Purify. Oh, cool. Das geht nicht. Drop. Okay, ich habe ein bisschen Platz in meinem Inventar gemacht für weiteren Schrott, den ich sammeln kann. Ich will diesen Zombie-Slayer-Ding da haben aus diesem Haus. Der sah voll cool aus. Ach komm, Mutti, lass mich in Ruhe. Ah, das hat voll lange gedauert, den aufzuheben. Ist die Alte noch hinter mir? Ja, ne? Alter, wie die laufen, die Zombies. Ich lache mich schlapp, ey. Also, die haben echt ein Problem, die Kollegen da vorne. Sucks to be you, Baby. Kann ich denn auch hier crouchen und so und dann sehen sie und hören sie mich nicht? Wo ist denn hier crouch da? Nein, das war ja hier. Shit. Die Sounds haben auf jeden Fall die gleichen noch wie bei Infestation. Hat sich nichts geändert. Mal gucken, ob ich, wenn ich einfach stehen bleibe, sich die nicht mehr auf mich zu bewegen. Ist auch geil, was ich für ein Delay habe, wenn ich mich umdrehe. Aber gut, ja, ist eine Alpha, Leute, Alpha. Toll, jetzt habe ich mich hingelegt. Ey, macht mich fertig, Zombies, ey. Okay, passiert hier gerade nichts, ich kann kurz ins Inventar gucken. Was ist denn hier Crafting, bla bla bla. Chat, Melee. Item. Crouch, Left Control. Okay, wir versuchen einen. Ah, das funktioniert schon mal gut hier. Gucken, ob ich jetzt da reinkomme von vorne. Wow. Ne, da kommen wir einfach nicht durch, Leute. Ah doch. Hä? Ich verstehe nichts mehr. Juhu. Was ist denn das Ding, was ich gerade gesammelt habe hier? Corpse Grinder, genau, Mann. Stehe ich voll drauf, will ich haben. Habe ich da vorher nicht rausgekommen, sag mal. Wahrscheinlich, weil ich mich nicht geduckt habe. Okay, auf geht's. Full Sprint ahead, Leute, weg hier. Was, da ist jemand tot? Oder liegt da ein Zombie am Boden oder Penti? Hat hier schon jemand gegrindet hier oder was, den Zombie? Oder hat er sich aber selbst umgebracht und hat sich gedacht, scheiß drauf, YOLO. Zombies kacke. Okay, ich glaube, ich habe jetzt mal hier mit dem. Komm, mit dem Corpse Grinder muss da so ein Corpse hier auch drauf gehen. Ein Zombie wird mich töten hier. Hau mich anzugreifen, Mann. Das ist überhaupt keine Chance gegen mich. Ich hab den Corpse Grinder am Start. Oh shit. Bin schon wieder hier im Arsch. Ach komm schon, ey. Diese ganzen Zombie-Assis hier, ey. Der ist voll aggro, der Typ. Guck mal da. Ich muss halt wirklich sagen, es ist mit die lächerlichste Animation, die ich seit langem gesehen habe. Hier allgemein, von mir als auch von dem Typen da. Komm schon, schön schleichen hier, Ralf. Schleichen, schleichen, schleichen. Was liegt denn hier rum? Drain Axe. Okay, es sieht aus wie Chemikalien. Chemikalien, Chemikalien. Bottle of Acid, ist voll egal, was ich da alles sammeln kann. Die asozialen Sachen kann ich hier einsammeln. Ah! Ein weiterer Rucksack, den ich nicht brauche. No Space, schade, man. Ich hätte gerne nochmal einen Rucksack in meinen Rucksack gepackt. In den Rucksack-Reception-mäßig. Wie viele Crude Harvest Eggs finde ich denn hier noch? Ich brauche nicht noch eine. Den Kühlschrank kriege ich nicht auf. Ah, Plastic Pipes, natürlich. Immer mitten. Okay, ich nehme keine Plastic Pipes mit dem, weil ich natürlich wieder Karotten dabei habe.
Na also, Plastikpipes. Braucht jeder gute Haushalt, braucht in seinem Rucksack. So, Loot, Loot, Loot. Was war da gerade ein Geräusch? Keine Ahnung, was das gerade war. Hallo? Alter, wer ist denn da? Kevin? Mach's mich fertig. Nein, nicht wirklich. Wer bist du denn nicht? Ich erkenne deine Stimme nicht. Honey. Ah, Honey, du bist alles klar, sehr cool. Ey. Ja, ich habe ganz vergessen, dass ich im Teamspeak bin und hast mich angerufen oder was ist gerade los? Nee, du bist im Teamspeak und ich komme hier rein und du redest und ich so, fuck, Alter, bist du jetzt genau in der Ja, Aufnahme? bin ich auch, mittendrin, aber drauf geschissen, Mann. Oh, Scheiße, Entschuldigung. Das ist doch kein Problem, Alter, das ist doch voll in Ordnung. Ich meine, hey, Oha. wer kann denn schon noch erwarten, dass ich nachts um, was, wie viel Uhr haben wir jetzt, kurz nach 12 hier eine Aufnahme mache, ist doch alles in Ordnung, ey. Okay, weil du hier im anderen Channel bist. Ja, wo, ah, shit, warte, Zombie, ich muss weg. Nee, alles gut, ey. Alles gut. Nee, ich habe gerade ein Spiel runtergeladen und zwar eine Alpha von einem Survival Game. Ich weiß nicht, ob du Infestation Survival Stories kennst. Die haben jetzt ein neues Spiel rausgebracht und es ist gerade die Alpha rausgekommen. Und ich dachte, ich teste einfach mal an und spiel's kurz. Aber ich habe ganz. Infestation? Ja, genau, Infestation und das ist jetzt sozusagen der neue Teil. Aftermath heißt der jetzt. Okay. Aber es gibt gerade, also jetzt, um jetzt mal noch am Ende hier zu diesem Video was dazu zu sagen, ist schon arg grottig. Also ich würde keinem empfehlen, das zu kaufen aktuell, weil Infestation ist da definitiv viel, viel ausgereifter. Nur wenn die, ach du Scheiße, guck mal, was jetzt hier schon wieder los. Weil eben, hier, das Ding ist noch wirklich arg buggy. Und die Zombies sind einfach lächerlich. Die lachst du aus, wenn du die siehst. Ich habe damals War Z gespielt, so hieß Ja, es ja früher. genau so ist es. Es ist genau dasselbe Spiel und jetzt eben Aftermath. Ja, aber danke Horny für den Raid in dieser Aufnahme. Willkommen. Wenn ihr Horny nicht kennt, schaut aber bei YouTube vorbei. Ich verlinke ihn auf jeden Fall in der Videobeschreibung, weil es einfach sehr witzig ist. Sowas hatte ich auch noch nicht. Und ja, danke fürs Reingucken und Horny, wir sehen und hören uns dann in der nächsten Folge vielleicht wieder. Wer weiß. Macht's gut. Ja, tschüss.